Diese Matrix hilft Unternehmen, ihre Wachstumsstrategien zu planen. Aber wie bei jedem Werkzeug gibt es auch hier Kritikpunkte. Die Matrix stammt noch aus einer Zeit stark wachsender, ungesättigter Märkte. Ein Kritikpunkt ist, dass die Matrix mögliche Zwischenlösungen nicht berücksichtigt. Das bedeutet, es gibt Situationen, in denen Unternehmen eine Kombination aus mehreren Strategien benötigen könnten. Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass die Matrix die Existenz von Konkurrenz vernachlässigt. In der Realität müssen Unternehmen ständig mit Wettbewerbern konkurrieren. Das bedeutet, sie müssen ständig nach neuen Wegen suchen, um sich von der Konkurrenz abzuheben. Ein dritter Kritikpunkt ist, dass die Matrix die Notwendigkeit von Risikobewertung vernachlässigt. Jede Strategie bringt mit sich Risiken. Es ist wichtig, dass Unternehmen diese Risiken berücksichtigen und geeignete Maßnahmen ergreifen. Die Matrix ist ein nützliches Werkzeug, aber sie ist nicht perfekt. Es ist wichtig, dass Unternehmen sie als Teil einer umfassenden Strategieplanung nutzen. Sie sollten auch andere Werkzeuge und Methoden in Betracht ziehen. Zum Beispiel könnten sie Marktanalysen durchführen oder Fokusgruppen einsetzen. Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass die Matrix nicht immer auf die spezifischen Bedürfnisse und Umstände eines Unternehmens zugeschnitten ist. Das bedeutet, sie müssen möglicherweise angepasst oder kombiniert werden, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Zum Beispiel könnten Sie die Matrix mit anderen Strategieplanungsinstrumenten kombinieren. Sie könnten auch die Matrix anpassen, um spezifische Herausforderungen oder Chancen eines Unternehmens zu berücksichtigen. Zum Beispiel könnten Sie die Matrix anpassen, um die spezifischen Markt- und Produktbedürfnisse eines Unternehmens zu berücksichtigen. Betriebswirt IHK in rund 64 Stunden. Traum oder Wirklichkeit? Unter dem Video auf mehr klicken und dann auf den Link.